Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. So ähnlich steht es in Goethes Zauberlehrling. Und wir haben ein Experiment von Zauberlehrlingen gesehen, das gründlich schiefgegangen ist. Und wir alle zahlen den Preis dafür. Denn eins sollte klar sein. Ja, wir haben einen Angebotsmangel. Und die Inflation, die wir derzeit erleben, hat natürlich mit diesem Angebotsmangel zu tun. Corona, Ukraine-Krieg etc. Aber die Sache wäre nicht so schlimm, wenn wir nicht vorher die Märkte mit Liquidität geflutet hätten. Und mit wir meine ich eben die Notenbanken bis hin zu Negativzinsen. Die Eurozone unter der glorreichen EZB hat die vor kurzem ja abgeschafft. Heute hat die Schweizer Nationalbank praktisch die Negativzinsen aus Europa eliminiert, indem die Schweizer die Leitzinsen um 0,75% angehoben haben. Ist auch da jetzt nichts mehr negativ an Zinsen. Es ist das Ende eines gescheiterten Experiments und wir haben einen monetären Klimawandel. Und es gibt zwei Notenbanken, zwei Länder dieser Welt, die praktisch als Klimaleugner auftreten. Die machen etwas völlig anderes. Das ist die Türkei und Japan. Dazu kommen wir gleich. Aber schauen wir uns erstmal hier die Schweizer an. 75 Basispunkte heute die Anhebung. Der Franken ist trotzdem gefallen. Man hatte vielleicht oder hatte der eine oder andere spekuliert, ja, da könnte noch mehr kommen in Sachen Zinsanhebung. Aber wie gesagt, jetzt ist eine Ära zu Ende, eine Ära ist vorbei. Und wenn wir uns jetzt auch mal die Ära der Negativrenditen bei Anleihen uns angucken, ist ja an sich widersinnig. Ich gebe jemand Geld dafür, dass ich ihm Geld leihe. Also dafür kriegt er Zinsen faktisch, dass ich ihm Geld leihe. Das ist ja so widersinnig, das kann man ja nicht mal einem Fünfjährigen erklären, der würde sagen, das ist doch totaler Mumpitz. Und ja, es ist Mumpitz. Wir hatten aber diesen Mumpitz im Mai 2020 noch in 21 Ländern. Heute gibt es nur noch ein einziges Land, wo es Negativrenditen gibt. Und das ist Japan, aber nur, weil natürlich die Notenbanken voll aufs Pedal drückt. Und das musste sie heute, weil die Klimaleugner aus Japan gewisserweise, nämlich die Leugner des monetären Klimawandels, die mussten heute am Devisenmarkt intervenieren, mussten also Yen kaufen und Dollars verkaufen. Dadurch stürzte Dollar-Yen, der vorher praktisch nur nach oben gegangen war, von 116 etwa im März auf 100, knapp 46 heute, stürzte der deutlich nach unten. Aber die Geschichte zeigt, dass solche Interventionen nicht langfristig wirken. Die haben vielleicht kurzfristig einen Effekt und dann geht die ganze Geschichte dann doch wieder in Trendrichtung. Worum geht es in Trendrichtung? Weil die Japaner praktisch nach wie vor Quantitative Easing betreiben, also Anleihen kaufen, damit die Geldmenge erhöhen, während die Fed und andere Notenbanken eben die Geldmenge verknappen durch Zinsanhebungen. Das wird also unser Long Run nicht funktionieren. Und es gibt ja zwei Arten von Interventionen. Die eine ist, um die eigene Währung zu schwächen. Das haben die Japaner 2011 gemacht, als der Yen sehr stark war. Und die andere ist, die eigene Währung zu stützen. Bei der zweiten Variante gibt es das Problem, das kannst du nur machen, indem du praktisch deine Fremdreserven dafür ranziehst, also praktisch die Währungsreserven, die du hast. Wenn du deine eigene Währung schwächen willst, dann brauchst du nur wahnsinnig viel davon drucken, damit verwässerst du sie, damit wird sie schwächer. Aber wenn du eben die Währung stützen willst, dann musst du im Gegenzug dazu diese Währungsreserven aufbrauchen. Das machen die Japaner offenkundig. Hier sehen wir aber, dass diese Währungsreserven auch immer weniger werden. Aber jedenfalls erstmal seit 1998 intervenieren die Japaner wegen dem derzeit kollabierenden Yen. Man hält also sozusagen an der Strategie der Klimaleugnung, der monetären Klimaleugnung weiter fest, könnte man sagen. Es ist ein interessantes Schauspiel. Hier sehen wir mal Dollar-Yen im Chart von Capital.com, der bisher nur eine Richtung kannte und dann booms, diese Intervention, dann ging es wieder nach oben, wieder nach unten. Jetzt versucht sich der Markt erstmal ein bisschen einzupendeln. Es sind vor allem Hedgefonds natürlich short im Yen, weil sie riechen, dass die Japaner hier Schwäche zeigen. Aus irgendeinem Grund will man, obwohl die Inflation in Japan auch immerhin 3% ist, will man diese ultralaxe Geldpolitik fortführen. Schauen wir uns mal an, was die globalen Notenbanken heute gemacht haben. Schweiz 75 Basispunkte, auch Taiwan hat erhöht, Norwegen 50 Basispunkte, UK, Großbritannien also 50 Basispunkte, Saudi-Arabien 75, Indonesien 50, Philippinen 50. Nur unsere türkischen Freunde, die haben 100 Basispunkte gekürzt auf 12%.
Also haben die Zinsen gesenkt, genauer gesagt. Und das ist angesichts einer ganz mickrigen Inflation von 80% sicherlich das richtige Mittel. Wir sehen, dass die türkische Lira jetzt in 10 Jahren 90% ihres Wertes verloren hat zum US-Dollar. Das ist also auch so ein Experiment mit ziemlich gewissem Ausgang, nämlich dem totalen Scheitern. Es ist eine Frage der Zeit, bis das in die Luft fliegt. Die Türkei ist vielleicht die erste. Der erste Währungsraum, der dann in die Luft fliegen wird. Ganz anders die Amerikaner. Die haben auch lange gesagt, Inflation is not a problem, is a transitory. Jetzt sind sie dabei, die Zinsen so schnell anzuheben wie noch niemals in der US-Geschichte. Wir sehen in diesem Zyklus, booms, geht's nach oben. 3,075er Basispunkte-Schritte haben wir jetzt gesehen. Das sind die Kosten der Überstimulierung. Das sind die Kosten eines gescheiterten Experiments, muss man leider sagen. Und jetzt musst du all diesen Unsinn wieder abwickeln, weil du eben jetzt ein Problem mit dem Geist hast, der aus der Flasche gelassen wurde. Aber das Problem ist, diesen Geist wieder in die Flasche zu kriegen, ist immens schwierig. Was passiert jetzt mit den Anleiherenditen? Wir sehen heute die Renditen weiter nach oben gegangen. Die 10-Jährige war heute schon bei 3,70%. Aber wenn Sie mich fragen, ist es nur eine Frage der Zeit. Das kann jetzt noch weiter nach oben übertreiben, aber es ist eine Frage der Zeit, bis die Märkte wahrnehmen, ups, da kommt ja was in Sachen Rezession, auch in den USA, in Europa sowieso. Das ist gemähte Wiesen, wie man in Bayern sagt, eine gemähte Wiese, wie der Norddeutsche sagt. Also das ist schon mal entschieden und das werden die Amerikaner dann auch merken, dass Europa und China im Abschwung oder in Rezession mehr oder weniger dann auch den Amerikanern nicht hilft, zumal wenn der Dollar weiter aufwertet, das heißt für amerikanische Unternehmen, die im Ausland in anderen Währungsräumen operieren, verdienen da weniger Geld, weil eben der Dollar so stark ist. Und wir sehen den Schmerz hier bei der zweijährigen Anleiherendite, heute über 4,13% gestiegen. Wir waren am Jahresanfang bei 0,56%. Und schauen Sie mal, wie weit der Kurs hier vom Bollinger Band entfernt ist. Und eins kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, Kurse kehren immer zurück ins Bollinger Band. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also diese ganze Geschichte, die wird mal ganz böse in sich zusammenfallen, weil man dann feststellen wird, ups, da ist vielleicht eine Übertreibung passiert. Und diese Übertreibung ist eben auch derzeit bei der Inflationserwartung. Ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, aber sie ist essentiell, um zu verstehen, was ich meine. Wir haben hier die verschiedenen Szenarien, was passiert, wenn die Inflation um 0,0% sich verändert zum Vormonat, um plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3, plus 0,4. 0,4 ist ja schon ein richtiger Schnaps, also das ist schon extrem viel. Nehmen wir mal ein mittleres Szenario an. Wir würden also pro Monat eine Steigerung von 0,2% haben. Das ist mehr, als wir in den letzten Monaten gesehen haben. Dann wären wir im Juni 2023 bei einer Inflation unter 2%. Warum? Weil natürlich die Basiswerte so hoch sind, die Latte schon so hoch liegt aus dem Vorjahr, dass die Inflation sozusagen Schwierigkeiten hat, über diese so hohe Latte wieder drüber zu springen. Und wenn ich dann die zweijährige Anleiherendite sehe und, sagen wir mal, in einem fast schon ungünstigen Szenario sehe, dass die Inflation wahrscheinlich in knapp einem Jahr sowieso unter 2% ist, dann frage ich mich, ob das nachhaltig ist, und ich würde sagen, no, it is not. Dementsprechend lasse ich mich da nicht ins Boxhorn jagen und gehe davon aus, dass wir da in absehbarer Zeit, wann auch immer, Dinge können länger irrational ist, als man liquide ist, wie manche sagen, aber man muss halt nur liquide sein, das ist der entscheidende Punkt. Das gilt auch für Investoren in Junk Bonds, die allerdings natürlich gefährdeter sind, weil hier das Ausfallrisiko massiv ist. Hier sehen wir mal JNK, das ist das Bloomberg High Yield Bond ETF, und da sehen wir, dass wir jetzt praktisch die Tiefs aus dem Juni eingestellt haben. Junk Bonds sind die Achillesferse der Märkte, sind das Fieberthermometer, die Fieberkurve gewissermaßen der Märkte, und das deutet darauf hin, dass wir dann auch an den Aktienmärkten wohl die Juni-Tiefs sehen werden. Wenn die Junk Bonds Schwäche zeigen, ist das aus meiner Sicht ein Frühindikator, was da kommen wird, und der Stress wird immer größer. Wir sehen jetzt hier die Mortgage Rates für 30-jährige Hypothekenkredite bei 6,34%. Das ist ein Killer für diejenigen, die sozusagen jetzt flexibel finanziert haben. Das ist richtig Stress, und Stress dürfte eben auch, wie gesagt, auf die Aktienmärkte zukommen. Carl Icahn, die Investorenlegende, warnt jetzt die US Economy has tough days ahead. Und er wirft der Fed vor, jetzt mit dieser ultralaxen Geldpolitik für die Inflation zuständig zu sein. Naja, die Wall Street hat natürlich auch ganz toll profitiert von dieser ultralaxen Geldpolitik, die man ihr jetzt vorwirft.
Also jetzt singen diese Leute, die natürlich besondere Profiteure waren, ja, ihr habt alles falsch gemacht. Also das muss man natürlich mit einbedenken. Jetzt schauen wir uns mal das Sentiment an. Die Privatinvestoren, da ist der Anteil der Bären jetzt über 60%. Das gab es erst fünfmal seit 1987, seit es diesen Index gibt. Das letzte Mal, dass das passiert war, war am 5. März 2009. Und dann ging es ja eigentlich nach oben mit die Märkte. Also ist das schon ein Kontraindikator, nur 17,7% Bullen, ein extrem niedriger Wert, also sehr, 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 sehr viel Skepsis. Und Skepsis schlägt auch, wenn wir jetzt mal die Brücke nach Europa bauen, dem Euro entgegen, der ist auf einem 20-Jahres-Tief, ein ziemlich ungebremster Absturz, der gewissermaßen uns zeigt, wie es hier läuft in der Eurozone, nämlich nicht so gut. Klar, andere Währungen sind auch schwach gegenüber dem Dollar, aber wir haben hier natürlich echte Themen, vor allem die Energiekrise. Wir sehen jetzt die Stimmung, die Verbraucherstimmung in der Eurozone auf einem neuen Allzeittief. Der Euro stürzt immer weiter ab. Ein Symptom, wie gesagt, für viele Millionen Menschen wird es in diesem Jahr wohl heißen, heat or eat, heize oder esse, beides wird nicht gehen. Das ist auch natürlich die Folge einer völlig desaströsen Voodoo-Energiepolitik von Klimataliban, könnte man sagen. Habeck hat jetzt heute gesagt, Deutschland wird in diesem Jahr 60 Milliarden Euro verlieren, im nächsten Jahr 100 Milliarden Euro aufgrund des Zwangs, teure Energien einzukaufen. Pardon, jetzt ist man auch in Gesprächen, um hier Stadtwerke zu retten, die offenkundig in großen, großen Schwierigkeiten sind. Und das dürfte wohl zweistellige Milliardenbeträge kosten. Also das wird ein richtiger Schnaps. Und wir wollen das Klima retten, sagen, gut, dann nehmen wir halt in Kauf, dass wir unsere Industrie kaputt machen. Ist heute so, gell, aber wir sind wir sorgen für das Heil dieser Welt. Entgegen der Ankündigung hat jetzt China allerdings weitere Kohlekraftwerke in Übersee gebaut, also im Ausland gebaut. Andere bauen Kohle aus, ja gut, wir machen das jetzt auch. Die bauen Atomkraftwerke aus, wir schalten ab. Wir haben ja zwar keine Alternativen, aber wir schalten dennoch alles ab. Das macht natürlich Sinn. Und das ist letztendlich eine Idiotie, die uns sehr teuer zu stehen kommen wird. Ähnlich wie dieses gescheiterte geldpolitische Experiment der Notenbanken. Hier unten sehen Sie mal im Chart den Vergleich zwischen der Geldmenge und den Assetpreisen, nämlich hier in diesem Fall Immobilienpreise. Und wenn Sie vor 5 Jahren bekamen Sie für 300.000 Euro etwa in Hamburg noch eine Wohnung, so 75 Quadratmeter, da konnte man durchaus eine Familie unterbringen. Jetzt kriegen Sie so vielleicht 40 Quadratmeter für 300.000 Euro, wenn Sie Glück haben. All das in 5 Jahren, das nennt man Asset Price Inflation und das sind die Folgen dieser wunderbaren geldpolitischen Experimente mit dem Geiste, den man aus der Flasche gelassen hat. Erste Artikelempfehlung, wie haben sich die Immobilienpreise entwickelt? Mal ganz konkret an verschiedenen Städten, was sie wann für was bekommen haben und was nicht. Und ja, natürlich wird die Zeit hier nicht gerade einfacher, hat man das Gefühl. Immer mehr europäische Unternehmen wandern ab. Gerade deutsche Unternehmen sagen, hier können wir nicht mehr produzieren. USA, der ganz, ganz große Gewinner. Jetzt hat man in der Europäischen Union wohl wieder etwas Neues. Man hat nämlich ja eigentlich gesagt, okay, wir wollen die Geschichte mit dieser ganzen Kohle, die aus Russland kommt, wird man jetzt nochmal heiß diskutieren. Und will jetzt wieder diese Kohlegeschichte sich vornehmen, ein totaler U-Turn, der hier passiert. Es ist ein U-Turn of the U-Turn. Also es ist unglaublich, wie unsicher hier teilweise die Repräsentanten Europas wirken. Auch eine Frau von der Leyen mit einer Doppelmoral, die sich gewaschen hat. Aliyev aus Aserbaidschan ist unser guter Freund. Sie hat wörtlich gesagt, er hilft uns bei der Energiesicherheit und uns klimaneutral zu machen. Jemand, der ungefähr in Sachen Korruption, in Sachen Menschenrechte, in Sachen Kriegsverbrechen nicht so wahnsinnig viel über Putin steht, könnte man meinen. Dieser Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien ist unklar, wer jetzt dieses Scharmützel angefangen hat in Bergkarabach, aber
Das sind alles andere als lupenreine Demokraten. Müsste man eigentlich auch sanktionieren, aber es ist eben Ausdruck der Doppelmoral, dass wir die nicht sanktionieren. Das Leben eines Armeniers, der da gemeuchelt wird, ist scheinbar weniger wert als das Leben eines Ukrainers, der von russischen Truppen gemeuchelt wird. Eine zweite Artikelempfehlung zu von der Leyen und dritte Artikelempfehlung, hier eine Art Wutkommentar eines Windkraftbetreibers. Zwischen Paderborn und Göttingen ist das Unternehmen ansässig, der sagt, wir hätten eigentlich genug Energie. Wir dürfen sie nur nicht auf den Markt schmeißen, und das zeigt, wie bizarr die Situation hier ist. Energie ist rar, deswegen die hohen Preise, das ist das Narrativ, das man uns erzählt, aber wenn wir wollten, wenn wir ein bisschen Anstrengung unternehmen würden, dann würden wir sehr viel mehr Energie haben, aber irgendwie deutsche Bürokratie kriegt es nicht hin. Man kann nur den Kopf schütteln, es ist unglaublich. Dritte Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.